Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Ja, Leute, wir schauen mal wieder in den Item Shop rein, aber bevor wir das machen, nur kurz eine aktuelle News. Die Shotgun wird jetzt endlich, ja, das Shotgun Update kommt jetzt morgen endlich. Und ihr habt es wahrscheinlich schon in den News gesehen. Das Ding sieht dann folgendermaßen aus. Moment, News. Da ist sie, die Pump Shotgun. Nicht nur coming soon, sondern heute im Laufe des Tages wird die Pump Shotgun freigeschaltet. Ja, wie das Ganze dann aussieht, wissen wir noch nicht so genau. Wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden, vielleicht die Schussrate ein bisschen anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt auch dieses Minimum 3 Pellet Update, also sprich, dass mindestens drei Schrotkugeln treffen. Größeren Schaden auf kurze Distanz, also da ist einiges drin. Dann schauen wir jetzt mal rein in den aktuellen. Oh Gott, wieder die Bärchen. Oh. Ja, fangen wir erstmal mit dem Liebesranger an. Genau. Da ist er. Der Liebesranger. Den finde ich richtig nice. Und der Liebesranger bekommt von mir 10 von 10. Gucken wir mal. Wie schaut's bei euch aus, was den Liebesranger anbelangt? Wo ist er? Wo ist er da? Also. 3,35 von 5 bei 62 Votes am 13. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. 271 Reminders seitdem. So, dann haben wir hier die TEDx und ja, diese Schnuckelje hier. Schnuckelje Picke. Mit einem Herz hier und mit Flügeln dran. So. Amors Pfeil quasi. Wenn ihr euch verlieben wollt in eure Gegner, dann benutzt diese Picke. Ja, und die bekommt von mir 7 von 10, die TEDx. Und da gucken wir mal, wie sieht das Ding hier aus aktuell. 4 von 5 bei 4 Votes. 13. Februar 2018 ist das mal drin gewesen. So. Und dann haben wir als nächstes Bärchen. Ich hasse dieses Bärchen. Ich hasse es. Und es kriegt von mir 3 von 10. Ich finde das schrecklich. 4,07 von 5 bei 121 Votes. Ich werde bekloppt. So, 10. Februar 2018 ist erstmal drin gewesen. 198 Reminders. Schrecklich. So. Und nun geht's zurück in. Geht's zurück in die flaue Powerzeit. Haben wir hier Dreamflower. Ja, ganz gechillt. Hier mit Blümchen im Haar. Und einem Traumfänger um den Hals. Eine Flickenhose und Sandaletten. Und ein Liebeskettchen. Und ein Peace-Zeichen. Federn im Haar. Smooth. Ja, Dreamflower kriegt von mir. Ah, ich weiß nicht. 5 von 10. Sieht sehr gechillt aus. 2 von 5 bei 19 Votes. Und dann kommt der Drumbeat. Naja, was soll ich dazu sagen? Eine Conga am Stock. Und da geben wir mal gechillte 5 Punkte. Drumbeat 5 von 10. So, 3 von 5 Votes. 3 von 5 bei 5 Votes. Dann kommt der, oh mein Gott, Flower Power, Gleiter, Tie-Dye-Flyer.
Oh, ich sehe überall Farben. Ich sehe Farben, überall Farben. Und dieser Tie-Dye-Flyer kriegt von mir sensationelle 0 von 10. 0 von 10. Ah, Farben. 3,4 von 5 bei 5 Votes. Und dann geht es in zum Far Out Man. Peace, Man. Peace. Love. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Mit der Gitarre hinten auf dem Rücken. Long Hair. Schöner Oberlippenbart. Ja, der Schnäuzer. Und der Schlaghose kriegt von mir auch 5 von 10. Der Far Out Man. 2,44 von 5. Gechillt. 16 Votes. So, und jetzt gehen wir mal wieder hier raus aus der ganzen Scheiße da. Und jetzt endlich kommen wir zu den richtig coolen Sachen. Nämlich zu Intensity. Zu unserem Techno-Wikinger. Und jetzt, oh. Das muss natürlich weg. Jetzt geht's zum Techno-Wikinger. Geil. Oh, mit dem weißen Wolf. Müssen wir nochmal von Anfang an. Der Techno-Wikinger kriegt von mir nach wie vor die glatte 10 von 10. Für mich nach wie vor eine der geilsten Dinge im ganzen Spiel. 3,8 von 5 bei 25 Votes. 27. August 2018 das Mal drin gewesen. 91 Reminders. Dann haben wir den Fancy Feed. Sieht auf jeden Fall mit dem Wolf mal richtig geil aus und Fancy Feet kriegt tatsächlich jetzt mit dem Wolf von mir 8 von 10. Komm. Ich finde, muss ich echt sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus aktuell hier. Also cool. 4,5 von 5 bei 12 Votes. 3. September 2018. Das erste Mal drin gewesen. 6,8 Reminder. So, dann kommt das hier, Close Shave, und kriegt von mir 3 von 10. Finde ich nicht wirklich prickelnd. 2,63 von 5 bei 8 Votes.
am 8. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 19 Mal seitdem. 4 Reminders wurden umgesetzt. Ja, und der Kommando dann noch hier, ja, kriegt von mir 4 von 10. Ist halt der klassische No-Skin. Und da haben wir 3,9 von 5 bei 29 Votes. 11. November 2017 das mal drin gewesen. 214 Reminders. Ja, Leute, wenn euch dieses heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und Leute, die Glocke. Und schaltet es nichts weiter ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shopping. Bis mit mir, dann gleich. Macht's gut. Bis dann und tschüss.